So, YouTube. Wir sind wieder da. 37 Zinkbahn haben wir bekommen und 19 Wacholderplanken. Ganz wunderbar. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich diese Halbkanone herstellen sollte. Was mich auf jeden Fall interessiert, kann ich mein Schiff von hier sehen? Hier irgendwo, nicht? Ich habe Sprengtorpedo 1. Okay. Das heißt, wenn wir den Sprengtorpedo 2 herstellen könnten, wäre das gar nicht verkehrt. Wo ist denn der Schmied? Da hinten. Oh, wieder da? Nicht kaufen. Gekauft ist herstellen. Gekauft. Ja. Du mich auch. Sprengtorpedo hier? Nee, dort. Mörser? Nee, dann hier. Ja. Torpedo 2. Da, Sprengtorpedo 2. Fehlt uns noch Scheibenglas. Okay, das kriegen wir nur von den Niederländern. Könnten wir handeln. Und bei dem brauchten wir auch noch irgendwas. Oh, ich wollte beim Schiffsbauer noch gucken, was es für Schiffe gibt hier. Was der für welche hat. Der andere hatte ja keine. Sehr leicht, Matrose, da rückt euch ja ganz schön auf die Pelle. Ja, ja. Aus der Tiefe, Verschönerung, bla bla bla. Okay, was ist denn das? Okay. Ach so, so eine Krähe vorne. Ah. Wenn man mit Steuern kann man das UI ausblenden. Ein Geier. Okay, ich habe das mit dem Raben nämlich schon gesehen. Oh, so ein Tiger wäre nicht schlecht. Eine Sirene. Ah, die kosten echt Münzen, nicht? Viel zu teuer. Die anderen Sachen auch, ja, semi-interessant. Neues Ruderrad hatten wir auch erst bekommen. Äffchen haben wir eh. Padekavang haben wir auch, nicht? Das interessiert mich nicht. Aber was können wir denn beim Herstellen? Also, wir haben jetzt den Padekavang, ist der Bomber. Dann gibt es die Schanau, die Brigantine, okay. Die Sambuke, die Bark und Handwerker, die Brick. Die sind alle mittelgroß. Und dafür braucht man aber Piratenfürst. Und dafür Halsabschneider. Beeilung, ich will meine Klinge schärfen. Das heißt, das ist Angreifer, würde es eigentlich nur zum Pyroman hochgehen. Die anderen sind alles Unterstützerschiffe. Und Pyromane macht halt sehr viel Feuer, nicht? Schaden. Verbündete Schiffe zu heilen ist natürlich blöd, wenn man alleine ist. Das macht halt gar keinen Sinn. Ein Rumpfbrecher ist wahrscheinlich. Dann ist die Brigantine wirklich das, was für uns relevant wäre. Aber da brauchen wir erstmal Halsabschneider. Ja. Okay, aber bleibt beim selben Grundrang. Und danach weiß nicht, ob wir die noch nicht sehen oder ob es keine anderen Schiffe gibt. Das wird sich dann irgendwann zeigen. So. Bevor wir abreisen, muss ich ja noch unsere Drogenimperien ein bisschen stärken. Ich meine, unser Mohn anrösten. Das ist ja alles ganz legal hier in den Opiumkriegen. Jetzt sitzen da Katzen. Interessant. Ändert sich auch immer. Dann ans Laboratorium. So, Materialien liefern. Zack. Wie viele haben wir? 256. Das ist gut. Da haben wir dann morgen ganz, ganz viel. Ich weiß gar nicht, wie lange das noch läuft. Ich vermute mal bis morgen. Wo war der Ausgang? Da.
Wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord. Nee, die hat ja nix. Schmugglernetzwerk, du hattest auch nix. Du hast nur Lagerhaus. Provianthändlerin, aber die kann mir auch nichts mehr geben. Ja, dann können wir eigentlich gucken. Was ist hier eigentlich? Warum leuchtet das die ganze Zeit? Weil ich drei Marken habe, nicht? Okay. Was ist der Brief? Honey. Okay. Wir könnten irgendwas verfolgen an Bauplänen. Aber ich glaube, wir müssen erstmal im Rang aufsteigen. Irgendwo sind noch fünf versteckt. Ich sehe nur nichts. Ich sehe keinen Punkt irgendwo. Ah, Codex. Ah, hier. Alles klar. Und bei Mannschaftsproviant, was haben wir da noch entdeckt? Ronak Oho. Okay, schön. Diese haarigen roten Kugeln sind Früchte. Ey, wir machen erstmal die Aufgaben, nicht? Wir haben so viele Aufgaben, die wir erstmal erledigen müssen. Und Scheibenglas könnten wir gucken, wenn wir irgendwo bei den Niederländern anlanden, ob wir das da kaufen können. Säge setzen. So, welche Aufgabe machen wir denn? Halbkanone. Minensprenglader, Sprengtorpedo. Ah, weil ich die als Verfolgung gesetzt habe. Ah, da kann ich denn auch die Materialien dafür verfolgen. Da zum Beispiel Scheibenglas ist gleich südlich von uns. Im Karstausguck. Okay, also das können wir jederzeit holen. Ich würde sagen, wir machen hier die faulen Fürsten. Das klingt doch gut. Abtrünnige Kriegsschiffe und Rempa-Kriegsschiffe. Wo müssen wir dafür hin? Das ist die bessere Frage. Nach da unten oder nach da? Oh, okay. Gibt es noch was in der Nähe? Ja, ist schön. Verwerfen. Hungrige Meerjungfrauen. Stiehl warnen und schmuggle sie, um einen Teil des Profits zu bekommen. Beschaffen Batik. Okay, wir hätten Batik. Warte mal. Ich habe doch Batik im Lager. Dann kann ich doch Batik auch einfach aus meinem Lager nehmen. Da brauche ich doch nicht extra rumfahren. Macht verwalten. Oh, ich habe noch ganz vergessen, wir haben noch die ganzen Bahnen und so dabei. Upsi, ins Lagerhaus. Die können auch noch rüber. Mörserbomben haben wir, Kanonenkugeln haben wir genug, Bomben für Bombarde haben wir genug, Schatzkarten. Das passt alles, nicht? Level 3 und 2 Reparatursets, Wasserflaschen und gegrilltes Brot. Und wir brauchen Bartik. Das ist so rotes Fleisch. Da, genau. Frachtraum übertragen und wir brauchen irgendwie 20, nicht? Ups. Was brauchen wir hier? Weiß nicht. Ist aber auch markiert. Nehmen wir also auch gleich mal mit. Den hier, den können wir auch wegbringen. Und das haben wir auch irgendwie. Keine Ahnung wofür, aber warum nicht? So, wo sollte ich den Batik abgeben? Wer wollte den haben? Hier unten der, nicht? Oder war es der hier auf der Insel? Piratenfeuer aktiv. Das ist jetzt zum Beispiel blöd.
Das zeigt er mir gar nicht an. Hä? Ich hab doch 20 Bartik. Hat er gesagt, es ist egal, wo es herkommt. Hab ich... Okay, Segel setzen. Vielleicht muss ich unterwegs sein. Keine Ahnung. Okay, aber wohin? Wer wollte den haben? Irgendwie total sinnfrei, nicht? Man sieht zwar, wo der Bartik, aber steht nicht mehr da, wo ich den hinliefern soll. Weil auch irgendwie nicht klar ist, dass ich schon 20 Bartik habe. Irgendwie ist das doch kacke. Okay, wir fahren jetzt einfach mal dahin und holen 20 Bartik. Auch wenn wir 20 Bartik haben. Keine Ahnung, vielleicht muss ich... dahin. Keine Ahnung. Das Spiel sagt noch, es ist egal, woher du das Bartik hast. Ich hole 20 Bartik aus dem Lager raus. Zählt los, nicht. Schattendicht machen. Mach die Leinen fest. Gibt es etwa einen Sturm? Ich hoffe, keinen Tornado. Außenposten gesichtet. Hier können wir Vorräte besorgen, Kapitän. Ich glaube, es gab sogar sowas wie Tornado. Ich geh mal lieber kurz vom Bord. So, aber hier wollte keiner was. Hi. Du wolltest die Bartik nicht haben. Aufgewertetes Reparaturset 2. Okay. Brauchen wir das? Nee, oder? Haltet eure Zunge im Zaum. Hm. Säge setzen. Der stand recht vorne, nicht? Der Typ, der das wollte. Kann ja eigentlich nur einer der beiden Außenposten gewesen sein, die wir zuletzt angesteuert haben. Ich nähe mich einem Weltereignis. Ja, schön für dem Weltereignis. Ich greife sicher nicht die Marine da an. Bin ja nicht verrückt. Dreißig Kriegsschiffe mit meinem kleinen Ding anzugreifen hier. Sind auch alle Level 11 und 12 und so. Nee, ohne mich. Für uns ist nicht mehr viel übrig, wenn sie fertig sind. Jaja. Habe ich kein Problem mit. Solange ich danach noch übrig bin. Level 9. Ja, wir müssen unbedingt Level 9 werden für die Ecke, nicht? Das ist hier... Uff. Ich finde es ein bisschen blöd, dass die Gebiete zu stark gemischt sind von den Schwierigkeitsgraden. Also... wäre cooler, wenn es eher so eine Ecke Level 6 gibt, dann eine Ecke Level 10 oder so. Aber nee, mal gibt's... Da ist das eine Lager Level 6, da ist ein Lager Level 11. Ist jetzt irgendwie nicht so gut. So. Handelsschiffe in der Nähe. Mit kostbarer Fracht nehme ich an. Holt die anderen raus! Okay, ich muss wirklich den Bartik kaufen. Wow. Gut. Dann fahren wir dahin und holen den nächsten Bartik. Doch, mehr brauchen wir, weil die Aufgabe nicht kapiert, dass ich 30 Fische im Inventar habe. Wow. Deswegen darf ich schon wieder 2000 für eine Aufgabe ausgeben. Oder ein Lager angreifen, was viel zu stark ist für mich. Eisenholz. Ah.
Reparaturset 1. Batik. Ey, die will ich nicht. Ich will keine Durian. Jetzt haben wir 11 Batik. Okay. Wow. Es zählt also nicht, wenn ich ihn aus dem Inventar aufnehme. Es zählt aber, wenn ich ihn irgendwo klaue. Oh, oh. Weg damit. Sehr schön, genau reingedreht. Aber er kämpft nicht mit uns, also fahren wir weiter. An sich sollte ich aber auch das andere zerstören, nicht? Ach, egal. Aber ach so, das sind die abtrünnigen Händler. Warte mal. Ist ja vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich das mitnehme. Weniger Segel! Ein verfluchter Sturm kommt auf uns zu! So, dann ist er nämlich maximal beschädigt. Liegt ja auch noch ein bisschen das Zeug. Jawoll. Boah. Dummköpfe, ihr habt keine Chance. Keine Chance. Waffen sind das bereit. So nämlich. Wunderbar. Weg mit dem. Leider zählst du auch noch zu meiner Aufgabe. Wunderbar. Erstmal den Bereich wieder beruhigt. Oh oh. Es blitzt und donnert. Oh, da ist noch was im Wasser. Weil die sind auch wieder direkt neutral, nicht? Das ist komplett Wumpe. Das war mal ein Hole-in-One. Weg mit denen. Hey, verfolgt er uns? Wenn ja, dann wird ihn jetzt ein Torpedo treffen. Ah, Feuer explodiert. Schade. Müssen wir da schon reinfahren? Ja, wir müssen da reinfahren. Sonst kommen wir da nicht mehr an. Und das ist auch so ein bisschen nicht, man hat nicht irgendwie. Also, ich fand es immer bei WoW geil. Früher, man konnte einfach so zwei, drei Hauptaufgaben rechts anheften. Und die dann abarbeiten und hatte die nur im Fokus. Hier, ich kann gerade mal eine Aufgabe irgendwie so halb anheften. Die mir dann aber nicht mal sagt, was ich genau machen muss. Manchmal steht ja nicht mal mehr da, wo ich es abzugeben habe. Manchmal triggert das nicht richtig. Also, ich brauche kein China-Gras. Ich will kein China-Gras plündern. Was wollte ich plündern? Oh, hier fahren auch starke Piratenschiffe. Jetzt erinnere ich mich. Plündern. Level 7 schaffen wir nicht. Na gut, da hatte ich auch noch das Level 3 Schiff oder so, wo ich hier immer rein bin. Klar waren die da stärker.
Jetzt haben wir das Level 5 Schiff. Reines Eisen. Wir brauchen Zink an sich. Zink müsste hier auch überall mal auftauchen. Hier ist nur Eisen. Zink ist, glaube ich, nördlicher. Hey Boys! Oh, nicht sein Lied wieder. Goodbye, farewell. Also ist es das hier? Versorgungsroute. Wickeln die Strotten auf! Sie sind frei mit dir! Der Händler dort hat kostbare Fracht! Ein Rennfahrer kriegt Schiff! Ah ja, der! Okay, das kriegen wir hin. Ah shit. Kriegen wir fast hin. Wir müssen uns ein bisschen wegbewegen von ihm. Ich glaube, ich habe das Kriegsschiff mit aktiviert. Ich brauche eben die Waren. So. Schnell weg. Schnell weg. Autsch, autsch, autsch. Ich kann nicht anderen, wenn wir im Krieg sind, nicht? Mach einfach hinter mir, dann folgt mir keiner. Sehr gut. Der kann hier noch auf uns schießen. Oh, da links ist einer. Oh nee, der darf uns nicht sehen. Nein, ist locker! Verdächtiges Schiff! Bringt uns näher ran! Nee, 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 nicht ihn heranbringen. Schnell, 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 schnell! Die Segel! Lass sie frei! Servus! Hallo Gänseblümchen. Ich verbinde dich jetzt irgendwie immer mit Bratwürsten. Das ist eine sehr gute Verbindung. Leider gibt es in diesem Spiel keine Bratwurst, sondern nur brennende Piraten. Der Wind gehört uns! So, anlanden. Ich würde sogar sagen, die Verbindung zu Bratwurst ist sehr akkurat. Ich könnte mir Schlimmeres vorstellen. Und Hallöchen. Salam. Wirtschaftsspionage, viel zu krass die Aufgabe. Vollkanone 4. Verwertungsstation. Da sind die beiden. Na komm, kaufen wir, nicht? Besser haben als brauchen. Das andere ist aber zu teuer, das brauche ich nicht. Ich meine, ich habe so viel Waren, wenn ich wirklich mal Geldmangel habe. Dann verkaufe ich die Waren einfach mal. Hat die Kakao? Wir brauchen 2 Kakao, nicht? Shit, das hätte ich mal holen können. Das kann ich verkaufen. Warte mal. Muskat? Weihrauch? Nachher brauche ich das. Ist aber viel wert. Plus Minty beschenkt mit 3 Subs die Zuschauer. Plus Minty verschenkt mit 3 Subs die Zuschauer. Wir haben gesagt, du sollst das nicht machen. Aber vielen, vielen Dank. Sich unsere Taschen füllen, Captain. Irgendwann sind wir pleite und ich habe ganz viele Subs. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, aber vielen, vielen Dank. Und Lord Kack, ach guck an, guck mal, Gänseblümchen, direkt einen Sub mitbekommen. Und Cursed Campaign, ja, den Namen kenne ich auch noch.
Hype, hype, hype. Oha, bei dir steht, dass du abonniert hast. Du wurdest gerade wild beschenkt. Von verrückten Personen im Chat. Glaubt ihnen kein Wort. Sie lügen. Ah, dann trifft es ja auch mal die richtigen. Oft trifft es Inaktive und das ist dann immer schade. Wenn es auch mal jemand Aktives trifft, der auch neu dabei ist, ist das doch was Schönes. Dann hat sich's wenigstens schon jetzt gelohnt. Plus Minty beschenkt mit 3 Subs die Zuschauer. Ja, das weiß ich. Wie oft sagt die TTR-Stimme das jetzt noch? Cool, jetzt hast du diesen Hut. So sieht's aus. Ich dachte, er blinkt so und ich kann was mit ihm machen. Und du hast keine Werbung. Auch wichtig. Wie die Leute ständig um Hilfe rufen. Ich glaube, das passiert auch manchmal aus Versehen, nicht? Wenn man in der Hektik ist, dann drückt man darauf. Hä, das ist noch an? Kann das noch an sein? Wir werden nochmal das Piratenfeuer neu entfachen. Subs werden demnächst teurer, statt 3,99 4,99. Deswegen, für jeden, der jetzt auf Twitch noch subben will, gleich im Voraus für 6 Monate am besten machen, dann bleibt das günstiger. Okay, ich glaube, wir haben alles erkundet hier. Es gibt keine Bratwürste. Was für eine Scheißsiedlung. Wir sollten sie niederfackeln. Vielleicht sollten wir einen Bratwurstindex einführen in Spielen. Ein Bier- und Bratwurstindex. Wenn es keine Bratwurst und kein Bier in einem Spiel gibt, sehr schlechtes Rating. Wenn es Bier gibt, mittleres Rating. Bratwurst, auch mittleres Rating. Bier und Bratwurst, sehr gutes Rating. Hier waren wir auch schon, nicht? Hier gab es das Wasser. Ja. Gut, alles gesehen. Ich finde das mit den Subs irgendwie okay und nicht okay, weil am Ende bleibt bei den Streamern halt das Wenigste hängen. Von daher haben die eigentlich gar nichts davon. Oh, alles weghauen. Was haben wir hier noch? Torpedowerkstatt. Elementarschar-Multiplikator von Torpedo. Das klingt gar nicht schlecht. Nicht zerstören. Also, das ist auch vom UI her super gemacht, nicht? Man ist hier irgendwo drüber, Leertaste, und es geht auf zerstören, weil die Maus einfach da ist, aber nicht, weil ich da rauf will, nicht? Ich wäre eigentlich auf das erste Item, aber man kriegt es nicht hin, aber wenn ich oben bin, dann geht das. Aber wenn ich hier unten, dann geht er auf abbrechen. Bin ich hier, geht er auf Markierung entfernen und hier genau zerstören. Wenn man das schnell macht mit Leertaste, Leertaste, dann zerstört man die Items. Das ist so unintuitiv, dieses UI. Es ist einfach die Pest. So. Einen schönen klingelnden Münzbeutel mit 346 Münzen können wir noch öffnen. So. Ab jetzt nur noch Abenteuer, die. Was können wir noch machen? Den Bartik. Achso, ja, Bartik wollten wir kaufen. Stimmt. Wer verkauft denn hier euren Bartik? Deswegen sind wir überhaupt hierher. Hast du den Bartik? Nee. Shit. Wir müssen die anderen Händler finden. Ja, wir suchen jetzt stinkenden Fisch anstatt Bratwurst. Ah, kacke. Jetzt muss ich doch nochmal hochlaufen. Ich habe ganz vergessen, dass ich wegen des Fisches hier bin. Ja, Samstag ist wieder im Fest. Ich bin gespannt, ob es da Bratwurst geben wird. Da ist der Händler. Oh, den haben sie ja versteckt. Da werden wir auf jeden Fall ein bisschen rumgucken.
Nee, der hat nur irgendwelche Fußfesseln. Wo soll ich denn hier Batik kaufen? So, hier geht's auch nicht weiter. Der Händler hat nichts. Noch einen Händler sehe ich hier nicht. Hier ist nur das Feuer. Kann ich runterrutschen? Da unten ist niemand. Okay, dann ist die Markierung falsch, dass ich da Batik kaufen kann. Das ist natürlich klasse. Oder hier ist nur manchmal ein Händler. Oh, Wasser hat sich aufgefüllt. Na gut, dann nehmen wir nochmal mit. Das macht gar keinen Sinn. Ach so, jetzt ist auch die Markierung weg. Ach, das ist... Ah, weil das die Handelsroute war. Ja, stimmt. Warte mal. Wo führt denn die... Die ist genau vor der Tür. Vor den Türen dieser Stadt ist die Handelsroute für den Batik. So sieht der... Ups. So sieht der die Sache aus. Segel setzen. Was meinst du bei den Kanalpunkten mit den ganzen Rahmen? Ich kann ja mal zum Beispiel den guten Piratenrahmen auslösen. Wo ist er? Wo ist er? Achterbahn, Zug. Hier, Piratenrahmen. Anscheinend meine ich gar nichts. Doch, da ist er. Okay, gab einen kurzen Ruckler. Dann hat man kurzzeitig einen wunderschönen Rahmen eingespielt. Der leider noch nicht gut ausgeschnitten ist teilweise. Okay, das ist nicht die Handelsroute. Leider gibt es keine Vorschau von den Rahmen. Deswegen ist es ein bisschen Überraschungsbox. Das sind auch eher Testrahmen gewesen, die ich mit der KI erstellt habe. Leider kann die KI halt kein PNG und deswegen sind die Sachen dann manuell ausgeschnitten worden über Farbentfernung. Und das hat leider auch nicht so gut funktioniert. So, wo ist denn jetzt hier die Handelsroute? Du hast die Handelsroute. Okay. Weg mit euch! Ups. Aua, 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 aua! Au! Was mischen sich die Niederländer da ein? Die haben damit gar nichts zu tun. Okay, aber die sind auch nicht auf der Handelsroute. Wer schießt denn da noch auf mich? Da vorne ist ein großer Pirat, in den will ich nicht reinfahren. Ich brauche Händler von denen, aber hier fangen gar keine Händler rum. Also dafür, dass hier eine Handelsroute vorbeiführen soll? Ist ein bisschen armselig. Dort drüben! Ich will verflucht sein, was ist das? Kapteni! Da! Ein Außenposten! Also ich will nicht verflucht sein. Okay, dann fahren wir lieber einen Hafen an. Da oben und kaufen das einfach, nicht? Im Norden. Ich muss nur warten, bis jetzt die Kampfabklingzeit weg ist. Aber bis hier mal ein Schiff vorbeikommt, was die Waren dabei hat, ist das ja irgendwie lästig. Dachte Ramen, die Nudeln. Ja. Ich glaube, da kommt auch das Wortspiel bei manchen anderen Streamern, die das auch haben, her. Ramen wie Nudeln. Weil ich glaube, der ursprüngliche erste Rahmen, den es so gab, war dann auch ein Rahmen-Rahmen. Um das Wortspiel zu vollenden. Plündermannschaft in Sicht! Nein, wir plündern hier gar nichts. Autsch.
Das ist ein Spieler. Nee. Warum kämpft die KI gegeneinander? Ich hinterfrage das nicht. Hier soll sich ein Geisterschiff herumtreiben. Ein Geisterschiff? Ja, da unten im Süden, da fahre ich jetzt nicht hin. Vor allem das Geisterschiff würde mich wahrscheinlich sofort versenken. So, wir brauchen noch 8 Bartik, 7. Jetzt müsste die Aufgabe doch hier... Alle Kopfstellung! So, einen brauchen wir noch. Einen Bartik. What the fuck? Was war los? Von Turm versenkt. Hä? Ich stand einfach rum und hab gehandelt. Warum wurde ich denn abgeschossen? Macht ja so gar keinen Sinn, Spiel. This game is very komisch. Ich bin noch mit in den Krieg jetzt wieder. Jetzt kann ich noch nicht ranfahren. Hä, ich glaube, weil hier andere rumkämpfen, kriege ich auch manchmal dieses Kampfleck. Wie dumm ist denn das? Total sinnfrei. Der Hinweis der Schmuffel in den Standort des roten des toten Briefkasten. Ja, wo ist jetzt der Standort des Schmugglers? Also diese Aufgabe ist echt cursed. Versorge das geheime Lager der Schmuggler mit gestohlenem Waren. Der Hinweis des Schmugglers verrät den Standort des Briefkastens. Schatzkarte lesen. Ach, boah. Nur wenn du da drüber das machst, siehst du das? G. Okay, wartet. X. G. Da soll ich den Bartik. Ich hätte gar keinen kaufen müssen. Boah. Okay. Warum? Warum steht nicht einfach in diesem UI, dass ich hier die Schatzkarte lesen muss? Schreibt das doch hin. Schreibt doch hin, Schatzkarte öffnen. Oder zeigt die Schatzkarte hier an. So schlecht wie Ubisoft-Spiele sind, würde ich mich nicht wundern, wenn es irgendein Overflow ist und zufällig die Variable gesetzt wird. Ich weiß auch nicht. Das ist alles irgendwie... So, also wir suchen so zwei Inseln, die übereinander sind, mit einer dritten kleinen Insel. Man kann sie jetzt auch zum Beispiel die Schatzkarte nicht offen haben. Nein, man muss immer hin und her schalten über drei Menüs und Escape-Dinger. Es könnte die hier sein, nicht wahr? Das heißt, da können wir nur anlanden. Schnell, lass die Fahrt aufnehmen. Das ist... Also für gratis nicht, darf man sich nicht beschweren, aber für... Ich zahle irgendwie 80 Euro, ist es halt einfach super beschissen. So, sie gehen wir in die richtige Richtung. Ungefähr 6 Kilometer sind es noch? Oh, scheiße. Ich hoffe, wir treffen auf nichts. Wir sind echt nicht mit voller Energie unterwegs und die Schiffe hier sind echt stark. Sind alle Schiffe von echten Spielern oder auch KI? Nee, alles KI. Also ganz wenig echte Spieler. Also am Anfang mehr, aber Spieler sind nur mit KI-Symbol, mit so einem Ubisoft-Symbol versehen. Siehst du ganz selten.
Wenn du PvP anhast, dann wahrscheinlich mehr. Aber ich habe PvP extra aus. Also von daher. Man ist nicht ganz alleine. Ich meine, die Karte ist auch riesig. Auf so einem Server. Wie viel sind da zusammen? 40 Leute oder so vielleicht? Keine Ahnung. Können ja mal hier was essen und Wasser trinken, dann sind wir schneller. Dann dauert es nicht ganz so lange. Ich meine, ist schon an der Stelle gut, dass du dir aussuchen kannst, ob es PvP, PvE sein soll. Aber auch von den Leveln, das habe ich ja vorhin gesagt, nicht? Du hast hier mal Level 6, da hast du Level 8, da hast du Level 20, da hast du Level 10, da hast du Level 20, da hast du Level 6, da hast du Level 8. Hier hast du Level 6, da hast du Level 20. Also so von den Sachen, es springt ständig in der Welt hin und her. Das heißt, selbst als kleines Schiff musst du an großen Schiffen teilweise vorbei, die dich einfach mit einem Schuss versenken. Das ist ziemlich frustrierend aufgebaut. So, es gibt nicht so den Fortschritt, dass du wirklich dich hochlevelst von Gebiet zu Gebiet, nicht? Du musst manchmal einfach in ein anderes Gebiet, was gar nicht für dich ausgelegt ist, weil da genau die eine Sache ist, die du brauchst. Ich meine, man kriegt's hin, aber dabei immer versenkt zu werden, ist halt auch nicht so die geile Spielerfahrung. Ich meine, die meisten Spiele sind, Gegner sind halt friedlich, solange man sie nicht angreift. Okay. Und dann gibt's halt so Konvois, nicht? Und dem willst du halt nicht begegnen. Schön für den Konvoi aus Handelsschiffen. Der kann auch bleiben. Wenn ich jetzt nicht 1400 für die Fischlieferung bekomme, hat sich es nicht gelohnt. Magma. Wenn für du kannst dich auch mit anderen Spielern zusammentun und hier so Militärforce und sowas angreifen. Aber das ist halt Level 10. Da komme ich ewig nicht hin und ich will mich auch nicht mit anderen Spielern zusammentun. Deswegen habe ich halt langsameren Progress, weil ich die Sachen halt, die ich hier rauskriege, wie militärisches Relikt, Präzisionsbohrer und so, auf anderen Wege bekommen muss. Also erhandeln oder durch einzelne kleine Schiffe, die es nicht so oft droppen, bekommen muss. Aber ich nehme das in Kauf. Von daher alles gut. Ich finde ja zumindest schön, dass man nicht unbedingt daran gebunden ist, das zu machen. Das hat mich irgendwann bei WoW genervt, dass du an diese Raids mit 40 Leuten, du musstest die machen, wenn du besser werden wolltest. Sonst konntest du auch nicht ins neue Gebiet, weil du nicht stark genug warst. Irgendwie war das nicht mehr so geil durchdacht. Weil ich hänge ungerne 8 Stunden mit 40 Leuten umher und muss genau nach der Arbeit noch die Millisekunden Zeitabfolge im Kopf haben, damit ich dann dieses eine Item vielleicht bekomme nach 18 Runs. Oder dann gibt es noch irgendwelche Würfelnregeln und wer so und so oft dabei ist, darf, der nicht. Und nee, das war mir alles viel zu dumm. Warst du beim Friseur? Nö. Ich habe höchsten Haarausfall, natürlichen. Sieht man den? Schön. Ich warte lieber auf Void's Adrift und Solarpunk. Ja, Void's Adrift könnte auch noch spannend werden, ja. Solarpunk weiß ich noch nicht. Klingt erstmal vom Konzept her gut, aber die Umsetzung wird sich dann zeigen, wie sie wirklich ist. Okay, der Schatz ist in diesem Außenposten. Okay, wir haben sogar noch einen Schatz irgendwie. War ich hier noch nicht? Eine Notiz? Okay. Hä, natürlich war ich hier. Das ist dieser Leuchtturm. Hier ist ein Schatz. Versteckte Gegenstände. Versenke das Schiff, dessen Flagge ein grünes Zeichen. Hä? Das alle waren. Ach so, ich habe meine Wahl. Ach so. Okay, ich habe den 1500. Okay, ich habe leicht Plus gemacht mit der Aufgabe.
Okay, das war kein Schatz zum Senden, zum Empfangen, sondern zum Senden. Okay, cool. Ist natürlich auch sehr durchdacht gewesen. Klar. Ich dachte, der geheime Briefkasten ist eine, wie sonst auch immer, ein Dings gewesen. Einfach so eine Kiste, wo man es reinlegen muss. Habe ich hier noch irgendwas? Nee, okay. Dann die nächste Aufgabe. Was haben wir denn noch so? Die faulen Fürsten. Da haben wir schon, da brauchen wir noch ein abtrünniges Kriegsschiff. Das klingt doch gut. Die sind da unten. Lustig. Okay. Ich meine, wir sind wo? Da. Segeln wir hier vergessene Candy direkt dahin, oder? Reparieren, Schnellreise und ab zum vergessenen Candy. Vielleicht treffen wir da Mahatma Gandhi. Autsch, der tat weh. Lager. Haben wir schon wieder irgendwelches Zeug? Kanonenkugeln? Die muss ich jetzt ja nicht mehr mitnehmen, nicht? Sonst habe ich wieder zu viele. Und wir können die inzwischen selber herstellen. Deine Haare waren aber mal länger. Ja, vor einem Dreivierteljahr oder so. Da war ich beim Friseur, ja. Aber die letzten Monate waren die kürzer. Achso, den Batik, den können wir auch schon wieder wegpacken. Und ansonsten haben wir nichts weiter dabei. Sehr gut. Ah, der Tempel. Weiß nicht, ob der jetzt noch so interessant ist. Hier dürfte es auch nichts irgendwie Spannendes noch geben, was wir noch nicht haben. Oh, Wasser. Okay, Wasser können wir nochmal mitnehmen. Das ist spannend. Gib mir Wasser. Ich glaube, die Händler, wo waren die denn? Na, hier gibt es auch noch Schätze manchmal. Durien, Stinkfrucht, will ich auch nicht. Hier ist das Ding, das können wir auf jeden Fall mitnehmen, wenn wir gleich kämpfen müssen. Na, Pulver, wirf Pulver, sei brav. Bis dann, normaler Mensch. Versuche meine Haare seit Jahresbeginn länger wachsen zu lassen. Aber bin erst bei 6 bis 7 Zentimetern. Also bei mir wachsen die immer und ich bin einfach nur zu geizig, zum Friseur zu gehen. Weil ich es halt nicht einsehe, das hatten wir auch schon, 60 Euro zu zahlen. Willkommen im Chat. What? Hat Twitch wieder Probleme mit der Verbindung? Obwohl wir heute schon einen Internetabbruch hatten. Das war nicht gut. Die Telekom hat anscheinend in den letzten Tagen massive Probleme. Nicht nur hier, auch andere Streamer und auch Handynetz nicht. Bricht sehr oft zusammen. Hängt vielleicht mit den ganzen Sachen zusammen. Hochwasser oder so. Ja, 60 Euro. Also ich habe einen günstigen jetzt nochmal gefunden mit 25, aber der hat echt auch Kanten reingeschnitten. Da wäre ich nicht normal, denke ich, hingehen. Ich meine, sieht gut aus so, aber... Ansonsten, Leipzig ist sehr teuer. Wir waren ja neulich im Stream. Da hatten wir einen für 55 gesehen, Männerhaarschnitt. Einen 65. Der eine hat seine Preise nicht angezeigt, nicht? Aus gutem Grund wahrscheinlich. Abtrünnige, das muss ich, oder... Wieder hinten. Okay, dann nehmen wir den Einzelnen, nicht? Müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht den Niederländer treffen. 15 Euro bei dir. Ja, ist schön. In Leipzig kostet der Döner auch 9 Euro. Ein richtig guter. Die schlechten 7. Das ist München ja Niveau, nicht? Genau wie die Wohnungen auch ganz andere Preise haben. Jetzt habe ich die Niederländer doch getroffen.
Ich hoffe, hier ist kein Turm oder sowas. Und ein Torpedo hinterher. Auch nur ein Pirat. Ich habe irgendwas gefunden. Ah, wir entfernen uns so sehr. Die Wände von dem Schiff ist riesig. Und was schießt noch? Und auf Wiedersehen. Es war schön mit euch. Ey, ihr seid noch nicht gestorben dadurch. Dann damit aber. Na dann boarden wir euch. Geht nicht? Na dann versenken wir euch. So. Aua! Oh, au! Eine Silberkiste. Ungeschliffene Diamanten. Brauche ich dich für irgendwas? Ja, aber du kämpfst mit mir. Ah, die sind zu schnell für diese Waffe. Ah, noch leicht getroffen. Immerhin. Ja, ja, das weiß ich. Wir müssen aufpassen. Okay. Hätte ich mich nicht repariert, wäre ich nämlich tot gewesen. Die haben diese chinesischen Raketen. Ich setze Leuchtsignal mit ihnen ab. Nochmal können wir das nicht aushalten. Oh oh. Schön, ihr bleibt genau im Mörserfeuer stehen. Leider leicht verfehlt. Können ja auch Hilfe anfordern. Ah, nicht geändert. Darf nur nicht die anderen aktivieren. Jetzt entern wir sie. Was? Jawohl. Geändert. So kann's laufen. Wunderbar. Alles nehmen. Oh oh. Weitermachen, Leute. Wir müssen schnell weg. Die drei sind aufmerksam geworden. Okay, Aufgabe erfüllt. Das ist doch ganz wunderbar. Wir haben hier sogar überlagerte Schuppen 4 bekommen. Wow, ich habe die erst teuer hergestellt. Schön dafür. Hier noch mehr Feinde. Wo? Nicht vor uns, hoffe ich. Oh, doch, da. Kann ich schnell den Hafen anlaufen? Boah, die sind schneller. Das ist kacke. Oh, die drehen ab. Oh, sehr gut. Als Pirat kannst du dir die Haare so lang wachsen lassen, wie du willst. Schnell vom Bord. Wir haben es geschafft. Ich hätte eigentlich auch gerne längere Haare, aber irgendwann, die wachsen bei mir in die Breite, also Seite. Und dann habe ich hier immer so eine Wust, die einfach nur stört, aber die werden nicht wirklich länger. Die wachsen einfach hier so und dann, deswegen muss ich die irgendwann immer loswerden. Ich habe schon als Kind versucht, meinen Zopf zu kriegen. Das ist echt unmöglich gewesen bei mir. Die sind noch nie so gewachsen, dass ich das irgendwie schaffen hätte können. Was sehr, sehr blöd ist. Also nee, die Sachen wollten wir behalten. Okay. Rest ins Lagerhaus. Ja. Und die Silberkiste, die können wir noch öffnen. 800. Ah ja, gut. Struwwelpeter. Im besten Fall war es der Struwwelpeter noch.
Okay. Was haben wir noch für Aufgaben? Das kriegen wir noch nicht hin. Melatis Pulver. Beschaffe Kakao. Oh, wir müssen noch mehr Kakao beschaffen. Zerstöre Wachtürme. Das klingt doch nach einer schnellen, guten Aufgabe, die wir vielleicht noch hinkriegen. Wo sind diese Wachtürme, die ich zerstören soll? Da oben. Nee, die kriege ich nicht kaputt. Nee, die schießen Kanonen. Das haben wir schon. Okay, die kann ich vergessen, die Aufgabe. Eine getrunkene Seele, ertrunkene Seele. Wo bist du, ertrunkene Seele? Da. Beschaffene geborgene Güter. Ja, da habe ich 2 von 3 schon. Das ist sehr gut, das ist eine schöne Aufgabe. Da müssen wir nach... Wo am besten? Bucht der Rückkehrflotte? Nee, hier am besten zum Schrein der Pajuri wieder. Wovon wir gerade eben erst kamen. Wow. Bin auch ein Held, was Aufgabenplanung angeht. Aber das Spiel macht das einfach nicht leicht. Das irgendwie zu koordinieren. Man sieht immer nur die einzelnen Aufgaben. Manchmal weiß man nicht, wo die sind. Mal schauen, ob es bei mir klappt mit dem Zopf. Ja, ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg. Kann was Cooles sein. Wenn er nicht halt so ausufernd ist, wie bei mir dann. Also ich kriege eher so eine breite Matte, nicht? Das ist echt... Und dann nicht mehr so schön. Nicht so mit Löckchen oder so wie... Irgendwas. Das ist einfach ekel, versifftes, verfilztes Hadern. Bah. Das brauche ich dann auch nicht. Und dann geht man, würde man zum Friseur gehen, dann dünnen die das aus, nicht? Das müsste man ja machen. Aber dafür gehe ich doch nicht zum Friseur und zahle so viel Geld. Klar, früher hätte man das eher machen können, aber ich war noch nie jemand, der oft zum Friseur gegangen ist. Selbst als 15 Euro gekostet hat, nicht? Da waren 15 Euro waren halt auch schon damals dann viel. Jetzt hat man endlich mal ein bisschen mehr Geld quasi, weil man länger im Arbeitsleben ist und schwupps werden die Sachen wieder teuer, sodass man sagt, oh, das lohnt sich nicht. Oh, oh. Ja, die haben uns bemerkt, aber ich hoffe, ich kann noch abhauen vor dem. Inzwischen sind wir wesentlich schneller. Früher hat er mich versenkt, nicht? Mit Level 3, 4 Schiff. Inzwischen würde ich den wahrscheinlich mit Ach und Krach schaffen. Mit Heilung und so. Aber da habe ich auch keine Lust drauf. Ah, auf der anderen Seite. Na gut, ich fahre um die Insel rum, nicht? Damit ich den nicht begegne. Wir brauchen hier nur noch ein Schiff. Einmal ein Schiff. Aber das war die Ecke, wo hier wenig rumfuhr, nicht? Das brauchen wir nicht. Ein Wachturm. Muss ich ein Remper-Schiff abschießen? Ach, in Schiffwracks finde ich die Sachen. Ah, okay, wo ist denn hier ein Schiffswrack? Ah, überall. Okay. Wir müssen also nicht mehr kämpfen. Ist ja noch besser. Wir müssen uns einfach nur das, was kaputt ist, nehmen. Wie ein Aasgeier. Das passt mir im Plan. Was heißt ausdünnen? Na, wenn mit dieser komischen Schere nur diese dicke Matte ausgedünnt wird, sodass man sie, wenn man sie wäscht, nicht 8 Stunden trocknen muss. Na, aufbrechen. Jetzt. Jawohl. 3-mal lila. Okay, keine geborgenen Güter drin. Mohn haben wir aber bekommen. Ah, das ist nur ein einfaches. Aber eine Schraubverbindung drin, schon mal gut. Das hat ein höheres Level. Batik drin, aber keine geborgenen Güter. Zum Glück liegen die hier alle wie auf Abholung bestellt. Einmal auf Wisch.
Die Schiffwracks. Kakao. Oh, ganz wichtig. Wir brauchen ja für die andere Aufgabe 13 Kakäuchen. Genau so. Auch nichts drin. Ich habe eine Zeit lang nur Schiffwracks gemacht. Das ist echt einträglich hier in dem Spiel. Okay. Dann da drüben lag noch eins. Und da hinten liegen auch noch zwei. Sehr gut. Das will ich auch hoffen, dass da was zu holen ist. Na, nur ein Level 1 Ding. Oh, ich glaube, wir haben uns was zu trinken verdient. Habe ich. Waren da versunkene Güter drin? Ich glaube ja, ne? Das wird nur wieder nicht angezeigt. Ich glaube, wir haben's. Müssen jetzt nur noch mal in die Heimatbasis. Aua, 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 aua. Wo müssen wir da rein? Da. Von da können wir uns teleportieren. Und dann war es das auch für heute. Mal ein bisschen länger die Folge. Aber auf offenem Meer kann man nicht einfach aufhören. Das muss schon einen ordentlichen Abschluss haben. Ja, das stimmt. Ich merke jetzt schon, bei 6 bis 7 cm dauert das Drücken deutlich länger als bei 2 cm. Ja. Und deswegen im Winter fange ich dann oft an, ach komm, weg mit den Haaren, oder im Sommer. Manchmal im Winter, manchmal im Sommer. Das schwankt je nachdem, dass es mir zu lang wird. Weil man im Sommer dann schnell raus will. Oh. Ups. Hätte ich gar nicht reingemusst. Oder im Winter, weil es halt sonst zu kalt ist, wenn die nicht richtig trocken sind. Ich finde, mein Screenshot kommt dem hier doch schon ganz schön nahe, den wir heute erzeugt haben, oder? Passt eigentlich sehr, sehr gut. Segel einholen. Auch doof, nicht? Ich muss erst anlanden, um dann eine Schnellreise machen zu können. Weil man vom Boot aus nicht schnell reisen darf. So. Vom Castausguck aus haben die Rapper immer. Ja, bejubelt mich nochmal. Bejubelt mich. Wir geben die Aufgabe noch wunderbar ab. Bei dir? Du wolltest das haben. Na dann. Offen gesagt, niemand ist so gut wie ich. Aufgabe abgeschlossen. Solche Materialien kann ich immer gebrauchen. Okay, düstere Erinnerungen. Ja, ja, ruf nicht um Hilfe. Oliver ist bereit, seine Vergangenheit zu stellen, aber er braucht Antworten. Da gibt's auch eine goldene Kiste, das klingt gut. Ich kann nicht der einzige Überlebende sein. Erlöst mich von diesen Geistern. Okay. Düstere Erinnerung. Level 7, das können wir halt auch noch angehen. Aber nicht mehr heute. Ey, ich werde manchmal aus diesen Menüs einfach raus und die Escape-Taste macht das einfach nicht. Deswegen würde ich sagen, machen wir das alles morgen. Bis dann.